Endlich richtig warm und sonnesatt. Das tut unserem Gemüt gut, unserer Seele und auch unserem Körper. Aber leider nicht uneingeschränkt. Denn die UV-Strahlung kann nicht nur zu Sonnenallergie, Pigmentflecken oder Falten führen, sondern im schlimmsten Fall auch zu Hautkrebs. Und jetzt geht der Streit los. Sind nicht die Sonnenschutzmittel, die eigentlich schützen sollen, selbst gesundheitsschädlich? Man hat tatsächlich festgestellt, dass verschiedene Stoffe aus den Sonnenschutzmitteln über die Haut resorbiert, also aufgenommen werden und im Blut tatsächlich nachweisbar sind. Wie gefährlich aber diese potenziell schädlichen Stoffe tatsächlich für den Menschen sind und auch Nanopartikel beispielsweise, das wird noch immer kontrovers diskutiert. Und deswegen gilt heute immer noch aus medizinischer Sicht, die Vorteile der Sonnenschutzmittel überwiegen die Nachteile.